Liebe Teilnehmer, ich darf Sie jetzt begrüßen zu einem Vortrag von Herrn Stefan Westermann von der Yaskawa Europe GmbH. Er führt uns jetzt absolut rein in die Automatisierung. Er wird uns jetzt erzählen, einiges zur Programmierleistung für die Roboter. Von einfach bis komplex, Herr Westermann, was verstehen Sie denn darunter? Ja, das werden wir gleich am Ende des Vortrags hoffentlich alle verstanden haben. Vielen Dank, Frau Bartram. Ich übernehme mal das Kommando hier auf meiner Seite. Ja, schön, herzlich willkommen hier bei dem Technologietag. Interessant, was der Heine heute Morgen schon wieder berichtet hat, was Sie wieder vorhaben. Einfach innovativ, dieses Konstruktionsbüro. Anders kann man es schon gar nicht mehr bezeichnen. Ja, ich möchte heute kurz die Firma Yaskawa vorstellen, damit Sie einen Begriff dazu haben, wer sind wir, und zu dem Thema der Programmierung ein paar ausführliche Informationen geben. So, dann wollen wir mal starten. Ja, kurz zu meiner Person, abweichend vom Bild, vielleicht das Bild entstand noch zu Zeiten, als man noch den Friseur besuchen durfte. Das kommt ja bald wieder und dann wird sich auch da meine Haarpracht wieder ein bisschen regulieren. Ich selber, Stefan Westermann, 52 Jahre alt, bin als Sales Manager hier oben im Nordwesten Deutschlands zu finden. Also da dementsprechend gehört auch das Vertriebsgebiet Hannover dazu. Und ich hatte Herrn Hein mal letztes Jahr kennengelernt auf einer Tagung und seitdem sind wir eigentlich im Kontakt und unterhalten uns auch mal über das Thema der Robotik. Wir selber als Yaskawa Europe sind hier in Europa oder beziehungsweise weltweit aktiv und haben hier in Deutschland die Roboterdivision in Allershausen, das ist unten bei München. Von dort aus steuern wir das Robotergeschäft hier in Deutschland. Ja, was will ich Ihnen heute zeigen? Einmal ganz kurz zu Yaskawa, zu uns selber, also zu Yaskawa weltweit, zu Yaskawa Europa und ganz kurz auch zum Produktportfolio. Bekommen Sie bei uns alles angeboten? Dann zu dem eigentlichen Vortrag, die Programmierung von Robotern unter dem Thema, dem Stichwort von einfach bis komplex. Wir wollen uns mal anschauen, was ist eigentlich einfach und was ist komplex? Und was verbindet alles miteinander? Wie sieht das zusammen aus? Am Ende gibt es eine kleine Zusammenfassung und dann sind wir auch schon wieder durch. Ja, wir starten mal. Yaskawa global, Yaskawa weltweit. Wir sind ein großer Konzern, 1915 gegründet, damals bei der Entwicklung von Elektromotoren. So ist man gestartet und hat sich dann entwickelt zu einem großen weltweiten Konzern mit circa 3,5 Milliarden Euro Umsatz. Knapp 15.000 Mitarbeiter sind wir. Und Sie sehen natürlich auf dieser Karte, dass wir weltweit vertreten sind mit verschiedensten Standorten, mit verschiedensten Produktionskapazitäten in Asien, in Amerika und beziehungsweise hier in Europa. Ja, über die im Laufe der Zeit hat sich dann entwickelt, diese Motorenproduktion zu der Thematik, Mensch, wir können auch die Motoren zusammenführen und daraus eigentlich einen elektromotorischen Mann entwickeln. Und das hat sich dann quasi in den 70ern entwickelt. Da hat man dann den ersten Motormann-Roboter entwickelt, also den motorischen Mann. Und seitdem sind wir eigentlich auch im Markt bekannt unter der Marke oder unter dem Namen Motormann-Roboter. Und damals hatte man dieses Thema oder den Namen Yaskawa noch gar nicht so als Wortbegriff im Kopfe. Und man hat immer nur über Motormann-Roboter gesprochen. Und im Grunde hat man immer über Yaskawa-Roboter gesprochen. Ja, man sieht hier, unser Produktportfolio weltweit besteht halt nicht nur aus Robotik, sondern sehr großer Anteil hat auch die Antriebs- und Steuerungstechnik inne. Ja, 35% die Robotik und dann Systemtechnik, Informationstechnologie sind so weitere Produktbereiche. Was ist unser Produktportfolio in Gänze? Also wenn man das eigentlich mal aufteilt, dann sind das halt drei große Faktoren, die halt die Hauptproduktionsleistung ausmachen. Das sind natürlich die Servoantriebe mit circa 2,2 Millionen Stück, die wir jedes Jahr produzieren. Die Frequenzumrichter, um auch die Servomotoren entsprechend anzusteuern und Frequenzumrichter generell zu nutzen. Und dann natürlich ergänzend dazu, in unseren Robotern sind natürlich auch viele Servoantriebe montiert. Circa 50.000 Roboter, die wir im Jahr produzieren und entsprechend auf dem Weltmarkt verteilen. Ja, Sie finden auf der rechten Seite hier immer wieder eine interessante innovative Lösungsphilosophie. Damals, 1969, gab es halt einen der Ingenieure bei Yaskawa, der diesen Begriff der Zusammenführung aus Mechanik und Elektrotechnik,
den Begriff Mechatronik entwickelt. Und seitdem gibt es diesen Begriff. Und wir sind halt ganz stolz darauf, dass wir oder die Japaner diesen Begriff ja, erfunden haben. Ja, der europäische Automatisierungspartner. Was sind wir da? Wer sind wir da? Wir haben hier einfach mal gezeigt, ungefähr 50% unseres Umsatzes machen wir mit dem Thema der Robotik, liefern diese Roboter in die Hauptmärkte, ja, die ja landläufig bekannt sind, also im Bereich Automotive, das ist sehr, sehr Bereich, sehr, sehr stark vertreten, Tier 1s, OEMs beliefern wir, Maschinenbauer und Systemintegratoren. Also jeder, der irgendwo in irgendeinem Bereich einen Roboter braucht zur Automatisierung, dazu gehört auch die Kunststoffindustrie, findet bei uns das passende Produkt, weil Sie sehen hier, der Red Dot, der zuletzt gewonnen für den Moto Mini. Wir haben also einen Roboter von 500 Gramm bis zu 900 Kilo, finden Sie bei uns alles im Portfolio. Die Kernbranchen, die sehen Sie hier unten nochmal aufgelistet. Wir sind eigentlich in jedem Bereich zu finden, ob es im Schweißen ist, im Bereich von Abgasanlagen, Maschinen-B- und Entladung, Verpackung, Handlingsbereich, Lackieren, Beschichten. Also überall dort, wo entsprechend Roboter gebraucht werden können, finden Sie auch unsere Roboter. Ja, Yaskawa ist ein japanisches Unternehmen, wir haben es eben schon gehört, und steht sehr zu Europa. Wir haben in Europa in den letzten Jahren, Jahrzehnten sehr viel investiert. Man hat etliche Produktionsstandorte hier in Europa, um halt auch eine nähere Kundenbindung oder eine Nähe zum Kunden zu finden, so wie ich es mal formulieren, um schneller zu sein, um diese Transporte, die sonst auf dem Schiff, wie ich ja teilweise Monate dauern, einfach einzukürzen, dementsprechend schneller die Produkte beim Kunden platzieren zu können. Daraus entwickelt, jetzt eins nochmal zurück, hat sich auch in 2019 haben wir ein neues Roboterwerk in Slowenien eröffnet, in Kovice. Dort werden jetzt alle Roboter, überwiegend die meisten Roboter, für den europäischen und den nordamerikanischen Raum gefertigt. Hat für uns natürlich in Deutschland den großen Vorteil, weil wir einfach jetzt in erreichbarer Nähe das Produktionswerk stehen haben und die Roboter dementsprechend noch schneller zum Kunden bekommen können. Ja, das Produktportfolio selber noch einfach mal einmal in der Ansicht, damit man so ein bisschen weiß, was bekomme ich bei Yaskawa im Bereich der Robotik eigentlich alles zu kaufen. Das sind also einmal hier natürlich klassisch die Roboter-Linearführungen, die ich noch dazu bekommen kann. Ich bekomme bei uns komplette Systemzellen, also vorwiegend in dem Bereich im Schweißen, dass ich Schweißzellen bekomme, wo ich dann halt meine Applikation komplett lösen kann. Und natürlich im Produktportfolio dann abschließend das Thema der Ersatzteilversorgung, der Trainings, also Schulung Ihrer Mitarbeiter, damit Sie entsprechend die Programmierung auch vornehmen können. Reparaturen, Überholung von Robotern. Also alles, was man sich da auch vorstellen kann, bis hin zu Sicherheitsberatung. Wir haben also eine eigene Abteilung, die auch dann auf Wunsch für Sie die CE-Kennzeichnung durchführt und die Sicherheitsbetrachtung, weil das am Ende natürlich immer ein ganz wichtiger Faktor ist, der ja in Summe Einfluss hat auf Ihre Anlage, auf das, was man in Betrieb nehmen darf. Das Produktportfolio der Roboter selber. Angefangen haben wir eigentlich vom SCARA bis zum Delta-Roboter oder Delta-Roboter, dann kollaborierenden Roboter als 10 Kilo und 20 Kilo Variante, Palettierroboter, Lackierroboter und natürlich die ganz normalen Sechsachsroboter, was ich eben schon mal sagte, von 500 Gramm bis 900 Kilo, alles im Programm und auch ein Siebenachser und auch ein Doppelarm-Dualarm-Roboter ist bei uns zu finden. Also Sie sehen ein riesengroßes Produktportfolio. Ja, kommen wir nun zum eigentlichen Vortrag, Roboterprogrammierung von einfach bis komplex. Was verstehen wir denn darunter oder was heißt denn überhaupt Roboterprogrammierung? Ich will da mal einfach mit einem ganz einfachen Roboterprogramm starten, damit man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, was ist denn eigentlich ein Programm und was ist eigentlich Inhalt eines Programms? Und wenn wir so einfach einen ganz normalen Palettierjob sehen, das heißt, wir haben hier ein Paket, das soll auf diese Palette abgestellt werden, dann gibt es für den Roboter, wenn man das hier jetzt mal sieht, quasi die verschiedenen Befehlsleisten oder Befehlszeilen. Einmal starte ich den Roboter hier in der Startposition, das ist bei mir die Position 1 hier oben, fahre dann rüber an die Position 2, das ist mein Sicherheitspunkt, den ersten, den ich habe über dem Paket.
fahre zum Paket runter, greife es, das heißt also hier, greife es, mache den Greifer auf, warte ein bisschen, damit, wenn wir jetzt zum Beispiel so ein Paket nehmen, haben wir einen Vakuumgreifer, damit das Vakuum auch komplett aufgebaut ist, warte ich hier jetzt in diesem Fall zum Beispiel 0,2 Sekunden, das stellen wir so ein oder stellen Sie so ein als Programmierer, fahren dann wieder hoch zum Sicherheitspunkt, 4, 5, setzen das Paket ab, machen den Vakuumgreifer als Beispiel wieder auf, warten wieder etwas, damit auch wirklich das Vakuum offen ist, damit wir auch wieder wegfahren können, ohne dass das Paket anhaftet, fahren hoch zum Sicherheitspunkt 7 und wieder zum Startpunkt zurück. Einfaches Programm, sehr einfach geschrieben, dauert, wenn Sie es normal einstellen wollen, wenige Minuten, dann haben Sie es auf jeden Fall fertig und der Roboter würde schon Ihren Palettiervorgang durchführen. Sie sehen, sehr einfach, wenn man es einmal gesehen hat und mal auf der Teachbox gemacht hat, ist es auch wirklich ganz simpel. Ich will Ihnen aber heute mehr zeigen, als nur dieses einfache, mit der Teachbox erfassen. Sie sehen hier einen bunten Blumenstrauß gleich. Wir machen jetzt mal die Farben dazu, beziehungsweise die Blumen dazu, damit man mal sieht, was gehört denn eigentlich alles dazu. Ja, in der Mitte haben wir einfach nur mal dargestellt ein paar Roboter, das heißt die Manipulatoren, die Steuerung, die beiden unterschiedlichen, die wir aktuell im Programm haben. Und wie kann ich jetzt diese Roboter mit Leben füllen und programmieren? Da ist das ganz klassische, der erste Faktor oder das erste Beispiel ist halt das klassische Handbediengerät, was Sie bei jedem Roboter dazu bekommen. Klassisch, weil es wirklich klassisch schon auch seit etlichen Jahren, seit 30, 40 Jahren in der ähnlichen Form in Nutzung ist. Und dort habe ich halt die klassische Bedienung. Ich habe meine Tasten, die ich berühren kann. Ich habe meinen Bildschirm, auf den ich halt ablesen kann, was ich halt eingestellt habe und wo ich entsprechend eingebe. Neu hinzugekommen seit kurzem ist das sogenannte Smart Pendant. Wir sind ja alle eine Generation unterdessen ja auch geworden der Smartphones. Wir sind es gewohnt, dass wir wischen wollen. Wir sind es gewohnt, dass wir auf einer Glasfläche halt viele Symboliken ansteuern wollen. Das kann man mit diesem Smart Pendant. Das hat halt quasi hier wie ein großes Tablet eine Benutzeroberfläche, die ich halt nutzen kann und am Rand noch ein paar Handtasten, mit denen ich als Beispiel die verschiedenen Achsen des Roboters ansteuern kann. Ja, eine weitere Variante der Programmierung ist natürlich das klassische Handführen, nicht klassisch, sondern das ist Handführen von Cobots. Denn Cobots haben die Möglichkeit, über ein Direct-Teach-Verfahren den Cobot mitzuführen. Das ist eine Sensorik, die ich dazu schalten kann und dann fahre ich den Roboter zu meinem Paket hin, würde es quasi dort einteachen, dann den Greifer öffnen, schließen, je nachdem, was ich davor habe, fahre dann rüber zum nächsten Punkt und habe dann in Verbindung mit meiner Teachbox nachher ein komplettes Programm erstellt und habe den Roboter mit Hand programmiert, also mit Hand dorthin geführt. Ja, eine ganz andere Variante ist das Programmieren über eine übergeordnete SPS. Wir nennen das bei uns, ist das Motologics. Was passiert dort? Wir gehen da gleich auch nochmal drauf ein. Ich erkläre es mal ganz grob. Wenn ich halt einen Programmierer habe, der möchte gar nicht im Detail die Programmierung des Roboters mit der Programmiersprache informen. Das ist unsere Sprache, die wir dort programmieren oder mit der wir sprechen, verstehen bzw. nutzen, sondern er will einfach über seine SPS den Roboter in seiner Anlage in Funktion bringen, weil der Roboter ein Teil dessen übernimmt, was er in der Anlage machen soll. Ich sag mal, es ist in einer großen verketteten Anlage und der Roboter muss ein Bauteil drehen, wenden und woanders wieder ablegen. Dann kann man das natürlich auch wunderbar über die externe SPS machen, Siemens, Beckhoff, Rockwell, wie auch immer. Und es wird dann so, ist dann so aufgebaut, dass ich mit der Motologics Bausteine habe, die quasi die Übersetzung übernehmen, dann halt den Roboter über eine Motologics Runtime füttern und diese Runtime übersetzt das dann in die Robotersprache und der Roboter fährt dann die Kurven, die Bahnen ab und die Punkte an, die sie entsprechend ausgewählt haben. Ja, wie kann ich einen Roboter noch programmieren? Über natürlich klassische PC-Software. Da gibt es Komponenten, dass ich halt entsprechend die Roboter darüber programmieren kann. Ich kann, was sehr, sehr häufig genutzt wird, Roboter offline, in einem Offline-Simulationsprogramm, in einer Simulationssoftware programmieren. Dort hat Yaskawa Software entwickelt, indem sie quasi ihre 3D-Modelle, ihre Anlage, ihre Spritzgussmaschine oder entsprechend reinladen. Dann nehmen sie unseren Roboter dazu und können in dieser Systematik die
Roboter ideal auslegen. Das heißt also, wenn Sie es einmal ein bisschen verstanden haben und gemacht haben, dann ist es so, dass Sie über dieses System den Roboter an die richtige Position setzen, den richtigen Roboter von der Größe her auswählen und am Ende, wenn alles funktioniert, das Programm fertig geschrieben ist, bekommen Sie offline eine Taktzeit für Ihren Prozess und können auch dort prüfen, ist der Roboter in Ihrer Prozesskette schnell genug oder ist er schneller als Ihr Prozess? Sie können Ihren Prozess eventuell noch beschleunigen. All diese Dinge kann man halt an dieser Simulationssoftware üben und trainieren und probieren und stört dabei die Online-Anlage überhaupt gar nicht. Die läuft permanent weiter und Sie können entsprechend das im Büro erledigen. Ja, das erste Symbol hier, das ist die Zellenebene. Das heißt also, dort betrachten Sie ja zum Beispiel eine Zelle. Natürlich kann die Software noch viel mehr. Sie kann auf Linienebene, sie kann also ganze verkettete Anlagen darstellen, dass Sie halt auch mehrere Roboter in einem großen Produktionsfluss dort verschalten können, dort simulieren können, um Ihren Prozess zu simulieren. Dann gibt es weitere Systeme über Software-Tools, hier ist SprintCAM, RobotMaster, MasterCAM, über die Sie die Roboter programmieren können, CAD-CRM-Schnittstellen. Es gibt die ROS Industrial-Möglichkeit, das ist eine Hochsprache, beziehungsweise nennen wir es nicht Hochsprache, es ist eine Software, die aus der Universitätenregion kommt. Also dort ist man in dem Bereich unterwegs, dass man Entwicklungssoftware dort hat. Diese ROS, die ist halt eine internationale einheitliche Sprache, mit der Sie quasi verschiedenste Roboterhersteller ansteuern können, wenn sie dann entsprechend freigegeben sind. So brauchen Sie quasi dort übergeordnet nur eine Sprache sprechen und können auswählen, ob Sie einen Yaskawa-Roboter nehmen, KUKA-Roboter nehmen oder. Sie können alle diese Systeme mit der gleichen Sprache ansteuern. Dann gibt es 3D-Tools, Programmiertools, mit denen Sie quasi die Roboter programmieren können. Hier in diesem Beispiel mal dargestellt, Drag and Boat, Artiment, also weitere Varianten. Dann gibt es natürlich klassisch PC-Software, HMIs. Das heißt also, Sie haben zum Beispiel ein Siemens HMI vorgeschaltet und programmieren den Roboter quasi über Ihr Display, über Ihre HMI und können den Roboter in die richtige Position fahren und lenken. Ganz klassisch, kennt jeder, erwartet auch jeder, können Sie natürlich auch einen Roboter in Kombination mit Vision, mit Kameras setzen und entsprechend die Programme erweitern, ergänzen, dass Sie den Roboter über die Kameras führen. Die Kamera gibt Ihnen dann quasi ein Koordinatensystem, ein Punkt vor, berechnet den und sagt dem Roboter, das ist Steuerung, bitte fahr an diesen Punkt und greife das Bauteil, lege das Bauteil dort ab oder. Also ganz klassisch. Ja, es gibt Eingabehilfsmittel, mit dem ich den Roboter programmieren kann, dann wird eine Sensorik am Roboter befestigt und unten führe ich mit dem Stift quasi meine Arbeiten durch oder meine Positionen durch und der Roboter folgt ihnen auf Schritt und Tritt und Sie haben am Ende das Programm erstellt. Ja, jetzt wollen wir mal einen Blick in die Zukunft werfen, weil alles, was wir jetzt sehen, das ist heute schon Basis, das gibt es heute schon. Also ein großer Blumenstrauß, aber es ist noch nicht zu Ende. Sondern wo wird es zukünftig hingehen? Wir kennen das alle schon vielfach aus dem Auto. Da gibt es halt die Gestenführung schon, wenn ich halt an meinem Display schaue. Ich habe mein Navigationsdisplay auf und jetzt will ich umschalten auf Radio, dann wische ich da vorher, also bewege mich in der Luft und das Radio oder das Display weiß, Mensch, der gute Mann, der will jetzt gerade umschalten auf Radio, Telefon oder. Das funktioniert im Auto schon sehr gut und das wird es in der Robotik in der Zukunft auch geben. Da ist man dran und es kommt halt damals hin. Ja, was gibt es noch? Was wird in Zukunft erwartet? Wo wird der Weg hingehen? Dass man natürlich, wenn man eine Fabrikplanung durchführt, komplett, die dann in entsprechenden Softwaren stattfinden wird, 3D stattfinden wird, dass dann das System automatisch die Roboterprogramme schreiben kann, um diese Prozessschritte, die notwendig sind, dann in der Folge auch abzuleisten. Ja, Sie sehen jetzt hier einen gigantischen großen Blumenstrauß, wie man einen Roboter programmieren kann. Also Vielfalt ist da groß geschrieben und Sie sehen, jetzt kann sich jeder überlegen, wo fange ich an, was ist für mich einfach, was ist für mich komplex. Man sieht schon, auch da, der Bogen ist noch groß und wir dürfen da noch weiter in die Tiefe einsteigen.
weil das natürlich auch die Erwartung jedes Einzelnen ist. Sprechen Sie mit einem SPS-Programmierer, findet ihr das eine ganz toll. Ein alter, gestellter Roboterprogrammierer nutzt andere Systeme. Also Sie sehen, das ist wirklich eine Vielfältigkeit, die groß geschrieben ist. Ja, hier möchte ich einfach nochmal zeigen, die unterschiedlichen, ja, klassischen Bedienelemente, die wir heute alle kennen. Quasi das klassische Teach Pendant, ne, so wie wir das bei jedem Roboter eigentlich sehen. Hier sehen wir die Handoberfläche, wo noch die Bedienknöpfe sind, an denen ich den Roboter ja, programmiere. Ich habe auf dieser Teachbox im vollen Leistungsumfang und die komplette Logik hinterlegt. Erfahrene Programmierer lieben das, weil sie hier den Vorteil haben, sie haben die Haptik der Bedientaster noch vorhanden und sie können halt auf den Roboter schauen und fahren den Roboter quasi blind, weil sie wissen, welche Taste sie jetzt gerade drücken, dann fährt der Roboter entsprechend in die richtige Richtung. Das ist da für die erfahrenen Leute total simpel, total einfach. Nachteil ist ein kleiner Nachteil, wir arbeiten hier Zeilencode-basiert. Das heißt also, Befehle sind, wie wir das eingangs im Programm gesehen haben, immer in einer Zeile aufgebaut und ich kann da halt wenig grafisch darstellen. Das ist halt wenig intuitiv. Ich muss es halt alles ein bisschen wissen. Wenn ich es einmal weiß, dann ist es relativ einfach. Wenn ich es noch nicht weiß, ist es am Anfang ein bisschen schwerer. Da tue ich mich am Start mit dem Smart Pendant leichter. Klar, ich habe eine moderne Oberfläche, sie ist schnell, sie ist intuitiv. Ich kann dort viele Hilfeleistungen oder Hilfehinweise mit aufbringen und kann entsprechend schnell den unerfahrenen Programmierer dazu bringen, Programme zu erstellen. Nachteil hier, es ist ein eingeschränkter Leistungsumfang und ja, komplexe Logiken sind nicht so gut darstellbar. Das haben wir halt noch nicht. Zu guter Letzt den dritten Punkt hier, das Intuitive, das Direct Teaching. Hier nehme ich den Roboter quasi hier an einem Flansch. Dort ist das Direct Teachings Modul eingebaut, den Sensor. Da greife ich, dann drücke ich halt quasi eine Taste und dann weiß der Roboter, jetzt muss er mir folgen. Dann fahre ich den Roboter an die Position, wo ich hin möchte, teach den Position ein, entsprechend zur nächsten Position und so erstelle ich dann mein Programm. Da muss man halt ganz klar sagen, dass es Schwierigkeiten habe ich dann, wenn es wirklich um Hundertstel Bereiche geht, wo ich was ganz genau ablegen muss, weil der Roboter natürlich auch, Sie müssen es mit Ihrer Kraft hinbekommen, den so feinfühlig zu fahren, dass er auch wirklich auf Hundertstel positionsgenau fährt. Das ist schwierig, das wirklich von Hand hinzubekommen. Hier noch einmal kurz das Programmierhandgerät, damit man es einfach mal wirklich sieht, wie sieht es so aus. Ne, das ist das, was ich eben sagte mit der Bedienoberfläche. Es ist halt klein und leicht, wiegt 730 Gramm. Ist klassisch, wie man es schon von Haus aus ja, kennt, wie es halt traditionell ist. Hat natürlich ein Speichermedium, Steckplatz hinten, dass Sie halt Programme aufspielen können, Sicherungen durchführen können und so weiter. Und es gibt hier für diese Bedienoberfläche verschiedene Folien. Je nachdem, was ich damit machen will, bin ich klassisch im Handling unterwegs, habe ich eine andere Folie, als wenn ich damit zum Beispiel schweißen möchte oder im Spot-Bereich. Die Handführung selber nochmal hier gezeigt. Was bedeutet das? Da sieht man das einfach mal, wie ist das aufgebaut hier unten. Hier habe ich meine Oberfläche, dort entsprechend habe ich drei Tasten, mit denen ich sagen kann, Mensch, ich bin jetzt beim Fahren, ich möchte teachen, diesen Punkt teachen, ich könnte den Greifer auf und zu machen, dass ich halt beim Programmieren entsprechend das zeigen kann. Ja, ich sehe schon, ich muss ein bisschen Gas geben. Das machen wir auch. Ja, jetzt das, was Sie hier jetzt gerade sehen, ist das Thema der kollaborierenden Roboter, dass ich im Sicherheitsbereich dann halt dass der Roboter dann wegfahren kann. Wenn wir entsprechend zu nah einem Roboter sind, dann fährt der Roboter selbstständig zur Seite. Ja, das hier auch, wenn er dann entsprechend Quetschfunktionen hat, dann fährt er auch da raus. So, da machen wir mal eben ein Gesamtbild, dass Sie es einfach mal als Gesamtes sehen. Hier unterscheiden wir halt das Thema, was ist denn einfach zu programmieren, was ist komplex, worauf muss ich achten? Und man sieht, es gibt Anlagen, die werden einmal programmiert, da habe ich dann über Jahre nichts mehr damit zu tun. Da kann ich halt ganz einfach mit der klassischen Lösung starten, Teachbox oder auch Motorlogix. Habe ich am Ende regelmäßig was umzuprogrammieren, da macht es absolut Sinn, dann auch mit der Motosim als Software zu arbeiten, dass ich das halt offline machen kann und dann nach der Offline-Variante sofort das Programm einspiele. Offline-Simulation, wie sieht das eigentlich aus? Hier mal dargestellt ganz kurz. Sie sehen halt, das ist das so. Wir nehmen mal das als Beispiel, jetzt komplexe Anlage, hier arbeiten drei Roboter zusammen. All das kann ich offline darstellen und mir dann halt anschauen aus allen Blickwinkeln, um dann zu entscheiden, dass ich richtig dabei bin.
Gut, es gibt ergänzende Software, Möglichkeiten, die ich dann auch nutzen kann. Einmal beim Schweißen, das ist vielleicht nicht unser Thema, aber Palettieren kann auch das Thema im Bereich der Kunststofftechnologie sein. Wenn ich also Pakete ablegen möchte, habe ich dafür ein Programm, was ich nutzen kann. Dann brauche ich nur noch Paketgrößen eingeben und das System sagt mir selbstständig, wo ich am besten, welche Ablagebilder ich dann generieren kann. Ja, Motologics zu Verständnis nochmal da ganz kurz. Sie sehen hier hinten, da hinten ist der Roboter versteckt. Und wenn Sie hier die große Getränkeanlage sehen, in der Herstellung, dann wissen Sie und fühlen Sie auch, da gibt es viel Sensorik, viele Motoren, die alle angesteuert werden. Und der Programmierer dieser gesamten Anlage, der möchte gerne den Roboter halt über seine SPS programmieren. Und das ist halt mit Motologics möglich. Er programmiert oben rüber seine Anlage und der Roboter fährt quasi nur die Position ab, die er fahren möchte. Ja, die Welt ist sie wirklich einfach? Das ist eigentlich die Frage, wo wir wieder starten. Sie sehen Roboteranwendungen in den verschiedensten Bereichen. Ich bin jetzt hier beim Schweißen in der Schiffswerk, Kühe melken, also wir sind dann auch in der Landwirtschaft unterwegs, Pappkartons übernehmen, Porzellan händeln, Werkzeugmaschinen be- und entladen, bis hin zu Kekse verpacken. Also die Vielfältigkeit ist einfach riesig. Karosseriebau natürlich auch nicht zu vergessen. Sie sehen also, es gibt einfach riesig viele Fragen, riesig viele Anwendungsfälle. Und das A und O ist bei der ganzen Thematik, bei der Vielfältigkeit der Möglichkeiten, man sollte am Ende immer mit uns sprechen, weil wir entsprechend Ihnen die Lösung ja, zeigen können. Und das ist quasi nochmal dargestellt, wir sollten miteinander reden. Das führt dann auch zu einem Ergebnis, wo wir dann alle schlüssig weiterkommen. Ja, Zusammenfassung. Das Ganze nochmal, dann bin ich auch halbwegs im Zeitlimit wieder drin. Was macht die Robotik erfolgreich, einfach und leistungsfähig? Das ist natürlich klar. Die Programmierung muss einfach sein, kann komplex sein. Wir haben es gesehen. Also es ist einfach vielfältig. Wichtig ist, die Komplexität in eine passende Größenordnung zu stecken und auch passend zu konfigurieren, dass Sie das entsprechend auch sinnvoll nutzen können. Wirtschaftlichkeit ist natürlich das A und O. Und ja, nutzen Sie einfach die Erfahrung, die wir haben. Die ist wirklich langjährig und wir haben viele Einsatzfälle weltweit, wo wir immer wieder mit Dingen beraten können, die wir halt einfach schon umgesetzt haben oder wo wir unterstützt haben. Und dann ist auch mal natürlich das A und O. Nutzen Sie dann unseren Support, unsere Hotline und die Schulungsakademien, die wir weltweit haben, auch hier in Deutschland eine große, um sich entsprechend zu bilden, damit Sie in Ihre Lösung entsprechend ausarbeiten können. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jetzt bin ich durch und ich hoffe, ich habe halbwegs die Zeit eingehalten. Herr Westermann, fast. erlauben Sie mir eine Frage. Bei der Gerne. Automatisierung ist ja immer wieder das Problem mit den Schnittstellen ganz vorn. Ja. Jetzt habe ich in Ihrem Blumenstrauß eine ganze Reihe von Möglichkeiten auf der unteren Ebene gesehen, wo Ja. Sie ja kundgetan haben, dass Sie dort Schnittstellen eliminiert haben, mehr oder minder schon für die Kunden. Habe ich das richtig verstanden? Ja, eliminiert will ich nicht sagen, sondern Sie haben hier die Möglichkeit, über andere Systeme die Roboterprogrammierung durchzuführen. Es war ja, wenn man das anschaut, früher war halt wirklich das klassische Handbediengerät und es gab nur das. Und damit musste man programmieren. Das ist bei einfachen Anwendungen, die ich eben gezeigt habe, vollkommen ausreichend. Damit können Sie halt schnell arbeiten. Aber wenn Sie halt komplexe Vorgänge haben, wo dann halt viel Sensorik miteinander kommuniziert, da brauchen Sie halt Möglichkeiten, mit der Außenwelt in Kommunikation zu gehen. Und das macht halt diesen Blumenstrauß dann nachher aus, dass jeder in seiner Linie, auf seiner Weise die Kommunikation nach außen führen kann. Okay, das heißt, das ist kein System, mit dem ich jetzt zwei Kugra mit Ihrem und der Spritzgussmaschine verbinden kann, sondern es ermöglicht nur die Kommunikation von Ihrem Roboter zu der Außenwelt. Ja, wobei die Außenwelt auch, was Sie gerade als Beispiel nannten, ein KUKA-Roboter sein kann. Da gibt es nachher am Ende immer Sprachebenen. Wir nennen das dann die digitalen Ein- und Ausgänge oder wir fahren das über die SPS. Dort ist uns am Ende ist das eigentlich egal, wer der Kommunikationspartner ist, welcher Hersteller das ist. Wichtig ist, wir haben eine Kommunikationsebene. Das wären dann die digitalen Ein- und Ausgänge. Und dann kann ich eindeutig Signale übergeben. Das ist in so einem Bereich dann immer. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Situation haben, zwei Roboter fahren in ein System rein, dann lassen Sie sich von dem einen Roboter, der drin ist, ein Kommando geben an den zweiten. Ich bin gerade drin, fahr du nicht rein, weil ich jetzt gerade was mache. Und so verriegelt man die Roboter gegeneinander, um am Ende auch Maschinenschaden zu
schützen. Ja. Und so ist das natürlich generell, egal ob das jetzt ein Roboter ist, der drin ist oder ein Teil von einer Spritzgussmaschine, ich sag mal, die Maschine hat zugemacht, dann darf auf keinen Fall der Roboter mehr reinfahren oder der Roboterarm drinstecken, bevor sie zumacht. Das wäre ein kapitaler Schaden für alle. Ja. Und das kann man entsprechend natürlich alles verriegeln und verhindern. Super, vielen Dank, Herr Westermann, für den Vortrag und den Einblick in die Roboterprogrammierung. Gerne. An alle, die zugehört haben, Ihre Fragen können Sie jetzt an Herrn Westermann stellen, entweder an seinem Stand bei Yaskawa oder Sie gehen über den, netterweise haben uns die freundlichen Helfer im Hintergrund in den Chat eine Verlinkung in den Begegnungsraum geschickt. Sie können also auch über diesen Link aus dem Chat direkt zu Herrn Westermann jetzt rüber wechseln. Auch dort werden Sie ihn zum Gespräch und für weitere Fragen finden. Vielen Dank, Herr Westermann. Ja, vielen Dank auch. Wir kommen gleich wieder zusammen für die SimCon und wollen uns angucken, wie man automatisiert den Spritzguss optimiert. Also schalten Sie sich wieder ein um 11:45 Uhr, bitte. Seien Sie wieder dabei. Bis gleich.